Es lief sehr gut. Wir hatten ein klasse Fachpublikum. Wir hatten wenig Biertrinker da. Im Prinzip lauter Leute, die sich für die Produkte informiert hatten. Die vorinformiert waren und die ganz gezielt zu uns auf den Messestand kamen, um unsere neuen Produkte anzuschauen, sich von denen überzeugen zu lassen. Was kostet es? Ja gut, das war die eine Frage. Die zweite Frage war natürlich, wo läuft jetzt dieses blonde Mädel vorbei, wenn man hier auf den Buzzer drückt? Also ich wusste ja niemand, dass wir die hinter der Theke versteckt haben, aber also die Frage kam doch sehr häufig, wo steckt denn dieses Mädel? Also die sagen alle einheitlich, wir haben uns sehr, sehr gut präsentiert. Wir haben uns sehr klar präsentiert mit einem sehr schönen Messestand. Sehr gute Exponate, die Produkte waren leicht und gut wiederzuerkennen. Sie waren überrascht, sie hatten sehr, sehr viele Neuigkeiten bei unserem Stand entdeckt. Das heißt, das, was wir im Vorfeld in den Videos bereits besprochen haben oder versprochen haben, das haben sie alles dort live 1:1 angucken und auch anfassen können. Also es kam sehr, sehr gut an. Sie haben dann alle einheitlich gesagt, also das Fahrrad, das möchte ich gerne schon gewinnen. Ja? Also das Gewinnspiel kam sehr, sehr gut an bei unseren Kunden, muss man sagen. Kam man also nicht nur wegen Gewinnspiel zu uns, sondern das war so die sehr angenehme Nebenerscheinung. Also gelernt in der Form, dass wir uns sehr, sehr gut vorbereitet haben für diese Bauma. Sehr viele Vorbereitungen liefen absolut professionell. Auch dank El Pistolero, muss man auch ganz klar sagen, super gemacht. Und ich denke, die nächste Bauma wird mit noch einmal so vielen neuen Produkten besetzt sein. Und wahrscheinlich mit den Kunden, die uns heute zur Bauma das erste Mal gesehen haben, die werden das nächste Mal nicht als Interessent, sondern als Kunde zu uns kommen. Bin ich ganz fest überzeugt davon. Also was super interessant war, war natürlich der Stand gegenüber von uns. Kein Stand hatte, glaube ich, so wenig Beleuchtung auf der ganzen Messe wie der gegenüber von uns. Es war wahrscheinlich nirgendwo am Stand. Das Personal geht chillter wie auf diesem Stand. Weil dieser Stand wurde A erst 11.30 Uhr geöffnet, zum zweiten wurde er ganztägig mit einer Flasche Wein begleitet und zum dritten wusste man immer, wenn die Messe zu Ende geht, weil so circa 30 Minuten vor Schluss hat der kleine Chines gegenüber dem Stand seine leere Weinflasche in die Tonne gedrückt, ging schwankend mit dem feinen Lächeln im Gesicht wieder zurück und da wusste man, jawohl, halbe Stunde noch, dann war es das für heute. Das war cool, das war echt cool. Er war ein absolut toller Standnachbar, hat uns also definitiv nicht die Show gestohlen. Wenn man seine Show sehen wollte, dann erkannte man ganz hinten in der Ecke drin, dass da noch welche hinter diesen Gerüststangen saßen. Aber da ging der Blick eigentlich schon zu unserem Messestand. Da waren die Leute sehr interessiert an uns. Natürlich absolut klasse. Die Leute wussten alle, dass wir den Innovationspreis für dieses Produkt bekommen haben. Und haben sich dann nochmal ganz speziell informiert, weil wir hatten ja einen ganz tollen Probekörper, wo das Produkt unter der Bodenplatte dran war, wo es an der Wand einbetoniert wurde, wo es nachträglich aufgebracht wurde. Also der Kunde konnte sich wirklich umfassend über dieses Produkt informieren und nicht nur über das Produkt direkt, wie es funktioniert, sondern auch, wie es im eingebauten Zustand und nicht an dem Messemodell, sondern richtig am Beton angebracht wurde. Also das ist wirklich ein Zustand, der live auf der Baustelle genauso sich darstellt, wie mir das auf der Messe gezeigt haben. 1:1. So sind wir halt. Ja, es gibt viel zu sagen. Die Messe hat natürlich nach wie vor einen Eindruck hinterlassen, auch nicht nur bei uns, sondern ich denke auch bei unseren Kunden und ich denke allgemein bei allen, die auf der Bauma waren. Wer auf die Bauma geht, der geht immer fasziniert von der Bauma wieder zurück. Jeder nimmt irgendwas von der Bauma mit und wenn es nur der Vater mit dem kleinen Sohn ist, der auf dem Liebherrbagger mal sitzen durfte, oder derjenige, der Polyflies entdeckt hat, geht genauso freudestrahlend nach Hause wie der kleine Kerl, der dahinter auf dem Liebherrbagger saß. Also insofern, wer von der Bauma nichts mitnimmt, also dem kannst du dann auch nicht mehr helfen. Also ich denke auch, es gab drei Eindrücke, die man von der Bauma mitnehmen musste. Und ohne jetzt hier in die Werbekiste zu greifen, das war Liebherr und Caterpillar und das war Stegoitz.